Der Sommer kann kommen mit 4 neuen Merci-Schokoladen. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das Besondere an diesen 4 Merci-Schokoladen ist, dass es 4 Kokossorten sind. Und Kokos ist natürlich eins der Sommer-Geschmäcker-Dinger. Wie soll ich das jetzt sagen? Es ist halt so ein Sommerdingen und da haben sie jetzt eben eine eigene Edition rausgebracht. Es gibt dunkle Vollmilch-Kokoscreme, weiße Kokoscrisp, Vollmilch-Kokoscreme und weiße Kokos-Mandelcreme, wo ich das größte Potenzial drin sehe, denn die Kombination von Mandel und Kokos, das wissen wir spätestens seit Raffaello, ist großartig. 250 Gramm sind drin, Preis, ich glaube, das war so 3,50 um den Dreh. Ja, schauen wir erstmal, wie die Zutaten aussehen. Ich finde, es sieht irgendwie direkt sommerlich und einladend aus. Ja, hier seht ihr auch die 4 verschiedenen Sorten. Hier oben nochmal abgebildet. Dunkle, Vollmilch, weiße, nochmal was. Also 2 helle Sorten und 2 dunkle und dann jeweils halt mit Cremes gefüllt. Die Zutaten habt ihr hier, natürlich Zucker, pflanzliche Fette, Kakaobutter ist auch im Vollmilchpulver. Insgesamt 5,6% Kokosraspeln. Wir haben auch 0,6% gehackte Mandeln, die dann hauptsächlich hier drin sind. Ja, also der Nussanteil ist dann so, ja, bei 6,2%, aber hauptsächlich natürlich Kokosnuss. Aber ganz klar, es dürften auch Aromen drin sein, damit da genügend Intensität, mit mehr Intensität. Aus welchem Film war das nochmal? Ach so, hier Dings, Lost in Translation. Großartiger Film, müsst ihr unbedingt gucken, mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Fantastischer Film. Die Nährwerte habt ihr hier. Ordentlich Fett, ordentlich Zucker. Eventuell dadurch sehr lecker. Wie kann man das denn jetzt hier aufmachen? Merci, dass es dich gibt. Das war damals immer der Werbejingle. Gefühlt sind die auch noch nicht kleiner geworden. Oder waren die vielleicht mal 300 Gramm? Ich weiß es gar nicht. Hier habt ihr die verschiedenen Sorten. Und ich würde sagen, da müssen wir jetzt mal durchprobieren. Wobei, wir könnten hier eigentlich jede Sorte einmal so durchbrechen, dass ihr einmal so einen Querschnitt habt. Also das ist jetzt hier die Vollmilchkokos. Ja, da sieht man so ein bisschen auch die Struktur von Kokosflocken. Ich muss jetzt hier zur Seite machen, dass ich nicht durcheinander komme. Weiße Kokoscrisp. Wäre dann wahrscheinlich so Getreidekrispis. Genau, hier sieht man auch so ein bisschen diese Getreidekrispis. Das kommt mal hier hin. Dann haben wir hier die weiße White Coconut Almond. Ah, die ist innen drin auf jeden Fall weich. Die hat so ein bisschen mehr nachgegeben. Ist so ein bisschen weicher, die Creme. Und dann haben wir hier eben die dunkle Vollmilchkokos. Ah, hier auch wieder recht weich, die Creme. Und hier könnte das mit dem Kontrast ganz interessant werden. Fangen jetzt mal mit den milderen Geschmäckern an, weil die dunkle Schokolade uns vielleicht zu sehr dominiert. Also White Coconut Almond. Innen richtig schön cremig. Und sogar ein bisschen Biss. Oh, geil. Sehr lecker. Hat ein bisschen Knack von diesen Kokosnüssen. Sehr süß, cremig, nussig. Auf jeden Fall Aroma bei. Sehr lecker. Oh, eine super gute Sorte. Vor allem, weil man auch wirklich diese Kokosflocken merkt in der Füllung. Also sehr, sehr geil schon mal. Jetzt machen wir noch die andere Weiße, das ist jetzt die White Coconut Crisp. Die ist, wie gesagt, so ein bisschen, die hat nicht so eine Creme, die kann man wirklich drücken. Die ist sehr feste innen drin. Da ist nicht so eine Creme für innen drin, aber Achtung, es knackt richtig schön crispy. Hat also so eine leichte Getreidenote. Ebenfalls sehr gut. Also ich mag Merci allgemein sehr gerne, aber auch hier weiße Schokolade, Kokos, das geht eigentlich immer. Crispy ist auch sehr gut. Jetzt nehme ich die Vollmilch-Kokos-Creme. Interessant wäre zu wissen, weil es gibt dunkle Vollmilch-Kokos-Creme und Vollmilch-Kokos-Creme. Ob die Creme innen drin die gleiche ist. Weil die hätten ja auch, also bei der weißen haben sie Kokos-Mandel-Creme und White Coconut Crisp. Und warum nimmt man dann jeweils die Schokolade, also Vollmilchschokolade, mal hell, mal dunkel, mit der gleichen Creme? Man hätte doch dann zum Beispiel eine von denen mit den Crispies machen können und dann die weiße Schokolade mit einer Kokoscreme. Wobei, dann wäre es vielleicht so ähnlich wie Mandelcreme. Aber vielleicht hätten sie sich ja noch was einfallen lassen können. Das war jetzt die mit Vollmilch. Ja, man merkt die Kokosnote. Ich meine, jetzt war hier so ein bisschen weniger
Ist auch wieder sehr weich, wie bei der ersten. Doch, man merkt die Kokosflocken auch. Irgendwas lecker, aber die weiße fand ich noch geiler, weil da diese Mandelnote mit bei war. Jetzt mal die dunkle noch. Da ist die Schokolade knackiger. Intensiver. Und wirklich eine sehr intensive Note. Steht dann auch so ein bisschen im der Kokosnuss die Show. Aber schmeckt mir auch. Wobei, wie gesagt, diese weiße Almond Coconut ist der Oberknaller. Probiert es gerne aus, wenn ihr Kokosnuss-Fan seid. Ich glaube, da werdet ihr nicht enttäuscht. Bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Gibt es nichts zu meckern. Ist am Ende irgendwo Geschmackssache, ob man eine Schokolade hier mag, weiße Schokolade. Aber insgesamt sehr gelungen. Und dieses Video hoffentlich auch. Wenn das eure Meinung ist, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.